Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und Herr, wo ist sie denn jetzt hin? Ah, hinter dir. Das ist die Mathilde. Hallo. Besser als das Original. Dann trage ich nur Ohrringe. So, ich brauche eine Stilberatung. Ja. Ist dieses Oberteil schöner oder das? Kann ich da ranzoomen? Oh ja. Nochmal bitte das andere. Nochmal das andere. Ich mag. Also ich finde hier die Schlange ganz geil, aber ich finde hier den Schnitt eigentlich cooler. Ja, dann lass mal das. Kack auf die Schlange. Gut. Dann kriegt das die eine Tänzerin oben an. Die irritiert mich mit ihren Megamüpsen. Oh, da möchte ich das mal sehen, wenn sie das trägt. Wo ist sie? Ah ja, die ist ja meine private Tänzerin, ne? Damit ich gut einschlafen kann. Das macht's irgendwie nicht besser. Mal so ein bisschen. Hm. Oh, ups. Weiß nicht, da kommt die Schlange nicht so zur Geltung. Die müsste, nee, da ist irgendwas im Weg, ne? Dann müsste, die müsste größer sein, ja. Egal. Die Schlange müsste größer sein. Ja, ja, ja. Die Schlange müsste größer sein. So, ich glaube, ich schleppe noch so viel Scheiße mit mir und mach die ganzen Klamotten. Willst du dich noch eine Minute reorganisieren? Ich guck mal. Was machen wir denn jetzt direkt erstmal? Dass wir das einmal kurz klären. Ja, erstmal diese Rezepte und dann das, was wir nicht aussprechen wollen. Okay. Gut, dann bringe ich erstmal meine Kleidung nach oben, weil ich muss ja jetzt nicht die ganze Zeit in dem schönen Outfit rumrennen. Ups, kannst du gerne machen. Ja, ich glaube, das ist aber nicht so gut verteidigungstechnisch. Sieht hübsch aus, aber das war's dann auch. Wo ist denn Imhotep? Da ist er doch. Imhotep. Zieh dich an, Imhotep. Habe ich gerade was gehört? Mhm. Ah, bin ich mal kurz AFK. Ich versuche das mit einem Nuckel zu klären. Und ich hoffe gerade, dass ich noch genügend Platz in meinem Schrank habe. Nein, habe ich nicht. Was werfe ich mit? Wieso habe ich noch grobe Handwickel? Mathilda auch wieder für Scheiße mit sich rumschleppt. Nee, nee, nee. So, was wollen wir machen? Wir wollen noch mal ein paar Machtfragmente einlösen. Wir hatten doch. Lustige Sachen bauen kann. Ups. Wollen wir jetzt nochmal in den Kartenraum und uns ein paar Rezepte holen. Yep. Und wieso schleppe ich so viele Stöckchen? Ja, so, bin, hab ich hier Randale gemacht. Ja. Ist der Nuki? Nuki ist drin, aber sie bewegt sich. Es bewegt sich. Was ist der Plan? Wo? Kartenraum? Kartenraum. Wo ist denn mein... Hallo, Hackfresse, der zweite. Wo ist Hackfresse? Sollte mir doch eigentlich die ganze Zeit folgen. Hier ist kleiner Wurm. Hackfresse, der zweite, bewacht. Ach so. Wacht er? Ach so, nehmen wir die Pferde... Ja, doch, für den Rückweg brauchen wir Pferde.
So, folge mir, du Hackfresse. So, folge mir, Hotte Hü. Ab, halt, da war's. Hier, richtig? Hier? Ja. Wo möchtest du denn da? Mitten in der Stadt. Bei mir gibt's gerade keinen Leuchteeffekt. Hä? Hm, egal. Ich hab jetzt... Solange du hinbeamst. Ich hoffe, ich hab den richtigen. Ja, da... Ey, Alter, du scheiß Knochengerippe, lässt du mal Epona in Ruhe? Das ist schon die dritte von der Sorte. So. Ist ja noch einer. Ja, hier wimmelt's. So. Genau, nicht, dass ihr euch wundert, wir waren offscreen immer mal wieder so ein bisschen doch nochmal auf Fragmentsuche. Aber da das so frustrierend das letzte Mal war, haben wir halt gesagt, nee, das machen wir offline. Ja. Und da konnten wir uns auch mal so separat, so jeder mal so ein halbes Stündchen hinsetzen, die namenlose Stadt ein bisschen durchkämmen. Das. Aber weil wir das schon so häufig gefilmt haben, wie wir versucht haben, hier was zu machen, ja, haben wir gesagt, nee, diesmal lassen wir's. Ja, lass uns erstmal rein da. Oh, diese scheiß Pferde. Ich glaube, ich habe den falschen Eingang hier genommen. Hä? Sieht nach keinem Eingang aus. Nee. Der ist da drüben. Super. Und die Verderbnis nimmt zu. Jojo, voll doch. Tue ich später, wenn ich zu Hause bin. Okay. Du bist jetzt wieder hingerannt. Ja, rein, rechts. Rechts. Wo rechts? Rechts von dir, dreh dich nach rechts. Noch weiter? Da, in den großen Tempel. Ah. Es wäre links gewesen. Von meiner Blickrichtung, als du was gesagt hast. Das sah aus, als ob das rechts gewesen wäre. Ach ja, wenn ich mich einmal gedreht habe, ist es rechts richtig. Egal, jetzt bin ich ja hier. Bieten auserwählten Maske. Was für eine Maske? Jugiten auserwählten Maske oder so. Künstler, Tierpräparate. Also Übungsschwerter. Möchtest du auch ein paar? Wie viel haben wir noch genug gemacht, Fragmente? Warte, ich hab, ja, ich hab noch ein paar. Eins habe ich alle rausgeworfen. Aha. Imitatpräparator. Ups, ich habe einfach auf E gedrückt. Ja. Schriftrolle erhalten, der Gläser oder Glaser. Trockenofen. Trockenofen. Händlerschilder. Cool. Mit Gift behandelte Axt. Nice. Mit Gift behandeltes Schwert. Ich möchte auch noch. Ja, hier, ich schmeiß dir wieder raus. Die letzten 6. Oder 5. Ups. Pass auf, ich nehme mir noch 3 und dann kannst du. Nein, kannst 5. Ich habe einen gerade benutzt. Ich glaube, ich habe einen. Klar, du konntest damit doch deine Werte verbessern, ne? Okay. Ja. Ein Thron. Pferdekuss? Der Glaser. Todbringende Statue. Essenz der Vollnis? Jugiten auserwählten Mal. Das ist schon das dritte Mal. Oh, jetzt habe ich keine Macht verkannt mehr. Wenn ich die benutze, habe ich das gelernt, oder was? Ja. Oh, wo sehe ich das, die todbringende Statur? Pferdekuss. Ich will wissen, was Pferdekuss ist. Thron von Skelos. Toll. Kann man hier irgendwie einen Filter eingeben, was neu ist, oder so? Mhm. Fuck ist das. Keine Ahnung, irgendwas habe ich gelernt. Trockenofen.
erlernt. Trockenofen. Was ist denn ein Trockenofen? Ein Ofen zum Trocknen? Man kann mittlerweile auch eine... Na, wahrscheinlich ist der Such... muss in Englisch suchen oder was. Oder ich kann ihn nicht selber bauen. Ja, oder du musst es eventuell an einem Dings. Guck doch bei den Talenten. Talenten. Die Schwerter sind ja klar, dass ich die nicht hier bauen kann. Ach, Pferdekuss ist auch ein... Ah, Trockenofen hatte ich sogar doppelt. Ah, Pferdekuss ist ein abgetrenntes Bein. Na super. Der Glas. Ach, eine improvisierte Waffe für Tavernenschlägereien. Das sind zwei abgebrochene Flaschen. Schminkspiegel? Gab's den vorher schon? Ah, scheiße, ich wollte ja noch einen Schminkspiegel bauen. Pech, jetzt gibt's den nicht mehr. Was brauchst du denn für den Scheiß? Warte, das ist handgemacht. Isoliertes Holz, Zwirn und Stahlbarren. Ich will nach Hause, ich will einen Schminkspiegel. Ja, wir gehen gleich nach Hause. Ich will einen Schminkspiegel! Ein Trockenofen, ein Schmelzofen für Metalle und Steine. Na toll. Schminkspiegel! Ja. Wir gehen ja gleich. Na gut, ey. Gehen wir, so. Können wir nicht hier rausporten? Ich glaube nicht. Wäre zu schön gewesen. Oder? Guck mal, ob die... Bei mir leuchtet hier wieder nichts. Hat bei mir vorhin auch nicht geleuchtet. Ich kann es dir nicht sagen. Nee, bei mir leuchten die auch nicht. Dann reiten wir jetzt nach Hause. Das ist nur hier... Guck mal, so sieht dein Kartenraum aus. Man kann hier rausreiten? Schminkspiegel! Warum habe ich immer so viel Durst? Liegt bestimmt am Schminkspiegel. Ah. Die Tür ist so niedrig. Wer baut denn so Scheiße? Ich komme da nicht durch. Oh nee, und jetzt hänge ich hier fest im Pferd. Renn da vorbei. Aber wenn nicht mehr, ich das jetzt hier. Raus, 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 raus. Ackfresse, geh aus dem Weg. Hottehü, beweg deinen fetten Pferdearsch. Alter, Hottehü steht dir voll im Weg. Ja, ich versuche ja noch zu laufen. Nee. Ach. Auf Epona. So läufst du nicht. Hm. Komm ich denn hier jetzt raus? Da. Tschüss, ihr Wichser. Ich folge dir. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, du reitest vor und es klang gerade so, als ob du den Weg kennen würdest. Nö. Ich lebe selber auf die Karte. Hey, hier erstmal rechts irgendwie raus. Da. Das sieht sehr gut aus. So, ihr Flitzpiepen. Ja. Macht's gut, ihr Trottel. So sehe ich das auch. Das sieht auch der richtige Ausgang. Ihr könnt vielleicht rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Oh, jetzt hängt die Puder in dem Viech fest. Das darf doch nicht wahr sein.
Du hast ganz viele Skorpione hinter dir. Die rennen hier so schön in einer Reihe hinter dir her. Kannst du ummoschen. Mein Pferdchen nur schaden. Ich reite hier nur schnell nach Hause wegen deinem Schminkspiegel. Schminkspiegel! Komm, wenn du so schnell, wenn du noch hinter mir bist, dann mache ich hier auch gleich das Tor auf. Oh, das ist aber nett von dir. Damit du schnell hindurch und reiten kannst. Schminkspiegel! Ich bin mal gespannt, was wir für den Schminkspiegel brauchen. Das Tor ist offen! Los, komm! Ich komme! Du Arschloch! Ich konnte nicht anders! Es tut mir leid! Es geht nicht anders! Ich warne dich! Du bist so ein Sack! Jetzt hast du es geschafft? Scheiße! So ein Sack manchmal, echt! Ich find's lustig! Oh, ich bin. Andersrum würde ich es ja auch lustig finden. Schminkspiegel! Ja, baut auch. Mach ich jetzt auch. Ja, was brauchst du denn? Oh nein, ich brauch mehr isolierte Salz. Ja, weg. Salz! Ah, was war das denn? Ich hab nicht genügend isoliertes Holz. Also kein Schminkspiegel. Ich fürchte, der wird nichts mehr. Das dauert zu lange. Also ich habe genügend Zeug da, um isoliertes Holz herzustellen. So ist es nicht. Das dauert bestimmt zu lange. Wie viel fehlt denn noch? Ich brauche 100 isoliertes Holz. Puh. Und ich sehe gerade, dass ich nicht genügend Harz habe. Harz haben wir auch nicht genug? Nur hallo, dann Pech, ne? Ich brauche ja 100. Oh Mann, oh, ich wollte doch noch einen Schminkspiegel. Oh, ich muss was trinken. Oh, warte, aber da ist noch isoliertes Holz, habe ich gerade gesehen. 150? Vielleicht reicht das. Nee, aber 25, vielleicht reicht das ja. Nein. Es könnte tatsächlich exakt reichen. Ich komme genau auf 100. Anscheinend. Was? Harz, brauchst du da noch Harz oder reicht das jetzt? Nee, es scheint ich erinnert isolierten Holz zu landen. Geilo. Ja, ich guck noch, aber wir haben hier glaube ich nirgendwo mehr irgendwas. Ich bin mal gespannt, was du mit deinem Schminkspiegel machen kannst. Nee, ist gefunden. Oh nee, ich glaube, es wird doch nicht reichen. Ich glaube, mir werden 10 fehlen. Also 20 Harz fehlen sozusagen. Dann hacke ich mal Bäume. Nee, warte, ich habe ja noch genügend Holz. Ich brauche nur Dings hier. Wie heißt es gleich? Harz, hast du doch gesagt. Ja, nee, hier, da das Rinde. Rinde. Oh, du scheiß Pferd! Geh aus dem Weg! Scheiße. Die Frage ist nicht, krieg ich's zusammen, sondern die Frage ist, krieg ich's rechtzeitig zusammen. Ja, stimmt, das kann man ja durchs Baum hacken. Ja. Genau. Jetzt, wo du's machst. Die großen Bäume geben's.
Wie viele Harz brauchst du? Ich glaube 20 insgesamt. Dann habe ich jetzt 44, das reicht ja. So, das Pferd habe ich jetzt erstmal abgestellt, das ist mir zu sehr im Weg. Soll ich sie irgendwo hinschmeißen, oder? Ja, schmeiß mir hier einmal auf den Boden oder pack's gleich hier in die Werkbank eines Zimmermanns. Danke! Ja. Ich glaube, wir müssen die Folge unterbrechen. Eine Pause einlegen. Ja, machen wir eine Pause kurz. Wir sind gleich wieder da. Ihr werdet das sowieso nicht mitkriegen. Nee. Moin, moin, mein Name ist der fliegende Heinrich und mit mir spielt die tanzende Mathilde. Mathilde! Genau, heute zu einer besonderen Folge. Ja, denk dran, wir sind immer noch in der besonderen Folge. Wir hatten doch einen kleinen Break. Das war ja, für euch ist es vielleicht eine Minute oder eine Sekunde, für uns ist es ein ganzer Tag. Ja, wundert euch nicht, ich habe mein Aussehen ein bisschen geändert, weil wir haben den Schminkspiegel aufgestellt und ich habe eine neue Frisur. Und ich habe meine Klamotten schwarz gemacht. Lalala, lalala, lalala. Hackfress, du stehst im Weg. Tja, ist ja dein Job. Achso, hier auf dem Teppich stehe ich normal. Auf dem Boden... Ui. Ja, das hatte ich auch eine Zeit lang. Ja, Heinrich, was machen wir denn jetzt noch? Ja, wir wollten uns von Fesseln lösen. Der Verdammten, jetzt hänge ich hier aber ganz gut. Boah. Dann komm noch mal hoch, weil ich glaube, wir sollten das vielleicht aus deiner Sicht dann zeigen, wie wir das Spiel beenden. Dafür brauchst du hier die Relikte und ich hoffe, wir haben alle. Ach so. 7 Stück sind das. Das abgesplitterte Geißelsteinfragment nicht, aber die anderen alle. Ach. Dafür braucht man den komischen Stab, der einen vollquatscht. Ach so, nee, ich glaube der nicht, aber ja, ich hoffe, wir haben alle. Haha, ich nehme das jetzt auch nicht mit. Die letzte Folge. Super. Ich meine aber, wir müssten alle haben. Deswegen habe ich mich doch extra hübsch gemacht. Ja. Willst du dich auch noch hübsch machen dafür? Nein. Oh, ich hab dir aber extra noch hier da diese königliche Rüstung gemacht. Die hat mein Pferd Hottehü schon. Ach so, warte. Nein, ich gehe in den Klamotten. Ich möchte in den Klamotten gehen. Ich finde die hübsch. Wo ist Dingsbums? Weiß ich nicht. Ich sehe Dingsbums in der Nähe vom Totenkopf. Aus. Also, hier ist Epona. Ist doch ein Pferd, oder was suchst du? Ja, ich suche meinen, hier, Immotep. Der ist gegenüber von mir, hinterm Rad. Versteckt er sich einfach hinterm Rad? Wieso macht er das? Ich dachte, du suchst ein Pferd. Nein, ich suche Immotep. Das weiß ich doch nicht. Du hast ja gesagt, du suchst nur Dings. Ich dachte, mit Dings bezeichnest du dein Pferd. Ich mach dir die Tür auf. Oh. Wie lieb von dir. Ich hab mit gerechnet. Ich hab damit gerechnet. Das war schon klar. Ey, jetzt häng ich ein Pferd. Ach. Pferd, kommst du? Toll. Also, ich dachte, du kommst, damit kann ich es wieder zumachen, du Scheißpferd. So. Aha. Dann reite voraus, Barbusige. Mathilde. Ich bin nicht barbusig. Ja, die hüpfen da ja schon gleich raus. Ich kann mir schon vorstellen, wie das da beim Pferd gleich aussieht. Ich bezweifle, dass dein Oberteil das festhält. Gab es nicht mal eine Serie auf Sat.1? Herbert Krause oder so? Schwabbel, Schwabbel? Ne, ist egal. Nee, das Hausmeister war Krause. Ja, aber Wobble Wobble Schwabbel Schwabbel war das hier nicht bei Ballermann oder wie Ach, das? Aber das war derselbe Schauspieler. Ja, Tom Gerhardt oder so, egal.
Oh, ich musste den tatsächlich mal auf... Oh Gott, ich glaube, da sind wir auf Klassenfahrt gefahren und da lief der im Bus. Also weil irgendeiner der Jungs den mitgenommen hatte. Und das, die Jungs wollten den unbedingt gucken und dann mussten wir diesen... Boah, hieß der Ballermann 6 oder voll bescheuert oder... Wahrscheinlich beides. Voll bescheuert Ballermann 6 oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zumindest mehr. Ich hatte dieses Bobble, Bobble, Schwubble. Das ist das Einzige, was ich von dem Film noch weiß, und dass er die Story um zwei Idioten ging. Der Rest habe ich schon vergessen. Gott sei Dank. Ich hoffe, mein Hirn löscht das irgendwann mal aus meinem Gedächtnis. Ah, eigentlich dachte ich gelöscht, aber du musst es ja aus der Versenkung herausholen. Sorry. Wollen wir den Film nochmal gucken? Nein, danke. Gut, jetzt, ich habe jetzt auch geblufft. Jetzt gesagt, ja, machen wir. Dann wäre ich zurückgegangen. Nee, auf keinen Fall. Genau, ich glaube, wir müssen da hier so ganz weit hochlaufen dann. Genau, da ist der. Mal nur gucken, wo wir da nochmal hingekommen sind. Also ich sehe schon, wo wir hin müssen. Ja, wohin denn? Na, da oben. Türmchen? Ja, da ist so ein Türmchen, das da so... Mit der Flamme? Sein. Ja, da sind mehrere Türmchen mit einer Flamme, du Scherzen. Ich sehe nur einen. Weil hier links gibt's einen Aufgang. Hier rechts meine ich, Entschuldigung. Ja, aber da müssen wir eben nicht hin. Ja, das ist ja mal eine Frage. Nicht. Der mit den Henkel dran, der das Türmchen. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt hat er auch bei mir eine Flamme. Jetzt nicht mehr. Okay. Könnte sowas wie ein Weg klappen. Ich wette, wir müssen wieder klettern. Nee, wahrscheinlich gibt es einen Weg, nur wir sind zu blöd, ihn zu finden. Das ist der Unterschied. Auch möglich. Ich glaube, hier bin ich lang geritten, letztes Mal, als ich den Händler gesucht habe für die Eier. Ja, ich glaube, wir waren erst beim Altar und dann sind wir noch zum Händler. Irgendwie so ganz, ganz doof. Und du bist sicher, dass wir da nicht kämpfen müssen? Nein. Dann lassen wir das Pferd hier unten oder nimm es mit? Ich lasse meins hier unten. Da muss ich erstmal gegen eine Schlange kämpfen. Deck deine Klamotten mitzunehmen. Ja, ich wollte mein Pferd hier erstmal positionieren. Meine Waffen wegstecken. Ins Inventar gehen. Meine Kleidung nehmen. Wieder in mein Inventar gehen. Mich umziehen. Sonst kriege ich Ärger von Mathilde. Das Diadem sieht voll schwul aus mit meiner Himmelmaske. Oder mit meinem Himmel. Aber das liegt nicht am Diadem. Nee, aber ich fand damals Himmel toll. Ach, ich finde, das sieht immer noch gut aus. Ich brauche mal ein Himmel-T-Shirt. Himmel ist cool. Solange ich es nicht sehe. Also, ich fände es ja noch cooler, wenn nicht meine halbe Arsch raushängen würde, aber okay. Ich habe da kein Problem. Ich finde das gut. Ja, klar. Du hast doch noch ein bisschen String da, ist doch alles gut. Man sieht nicht alles. Gott sei Dank. Ja, ich weiß, ich habe hier ein bisschen der Keto-Deko. Der Keto-Deko. Ich finde aber den Rock, den ich habe, den finde ich übelst praktisch. Wenn ich immer so gucke, du musst nur die mittlere Lasche hochziehen, dann kannst du pinkeln. Herrlich. So ähnlich, so ähnlich wie beim Schottenrock. Wenn man ihn original trägt. Es ist tatsächlich erstens ein Gerücht, dass man Schottenröcke. Die gibt es erst seit 1600, 1700. Nein, erst 1800 irgendwas. Das war ein Modeaccessoire. Doch, ne, ich meine, das war 1800 irgendwas für irgendeine Modenschau. Wurden die gemacht. Kann auch sein. Und jetzt mal ehrlich. Die Leute sind auch geritten.
auf dem Pferd. Ja, es gab... Wie unangenehm ist das bitte ohne Unterwäsche? Mit einem blanken Arsch auf dem Pferd. Es gab Stämme, auch bei den Indianern, die sind nackig mit dem Pferdchen geritten. Aua. War naturverbunden. Das ist Aua. Wir müssen da auf die andere Seite klettern. Und ich weiß, es gibt einen besseren Weg als der, den ich hier nehme. Aber Heinrich rennt mir ja immer schön blind hinterher. Ja, wir konnten uns ja auf keinen Turm einigen. Dann renne ich erstmal hinterher. Ups. Da sieht's aber gut aus, dass es da weitergeht. Tief? Nein, ich bin abgerutscht. Ja, vorsichtig. Da auf den Gang müssen wir wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Also. Hüpf. Hüpf. Ich muss dann auch gleich bei dir mit auf den Bildschirm gucken. Weil wir haben natürlich diese ganzen Sachen nur einmal organisiert und nicht zweimal. Das heißt, jeder bräuchte das einmal, oder was? Theoretisch schon. Boah, aber bist aber schnell wieder hochgekommen. Also da ist irgendeine Steintafel. Und da geht's irgendwo rein. Genau, da müssen wir, glaube ich, lang. Aber guck mal erstmal zur Steintafel. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob die wir uns schon mal durchgelesen haben. Pass auf, jetzt kriegen wir irgendwie tolle Rezepte, die wir nicht mehr brauchen. Wounded One, you have come to the farmlands that give sustenance to our great empire. See the bounteous crops that bloom and blossom. If you have been assigned to such duty, be glad. Your days will be spent working the earth in sunshine and light. This is a good land, fertile and giving. If you are simply passing through, Bonded One, do not despair. We have other tasks for you. Okay, lass uns beeilen, die Sonne geht fast unter. Ja. Hat das was, ist das wichtig, dass die Sonne an ist? Oder willst, hast du keine, Es ist dann einfach nur dunkel. Ich hätte das gerne im Hellen beendet. Ich hoffe echt, wir haben alle Dinge, sonst ärgere ich mich jetzt. Ja, pass auf, das geht nur bei mir und dann... Ja, damit rechne ich, dass es nur bei dir geht. Na, so ist es ja nicht. Reicht ja. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, nimm du die Sachen, dass unsere lieben und treuen Zuschauer das auch bei dir schön auf dem großen Bildschirm. Sollten wir vielleicht noch ein paar Verabschiedungsworte sagen, bevor wir das hier... Ich denke, die Sonne geht unter. Ja, es hat Spaß gemacht, aber ich muss sagen, nach 150 Folgen reicht's. Ja, aber trotzdem noch vielen lieben Dank an alle, die uns immer so tatkräftig unterstützt haben mit Tipps und Tricks etc. Wir mussten echt super wenig selber nachschauen, weil ihr wart unser... Ja, ihr wart unser Lexikon, genau. Ihr habt uns geleitet. Genau. Das war cool, das war wirklich cool. Ja, war eine sehr schöne Reise so gemeinsam. Boah, mal gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Schmeiß das alles mal drauf. Ja, ein Teil ist verschwunden. Ich glaube, es fehlt was. Der Schlüsselstein ist entstanden. Oh, den sehe ich jetzt erst. Dann brauche ich den Quasselstab ja gar nicht. Was mache ich mit dem Schlüsselstein? Kannst du einfach auf Benutzen gehen? Ein Schlüsselstein zum Öffnen des Armbands. Ich benutze ihn, aber vorher esse ich noch mal was. Ich trinke noch mal was. Weil ich es kann. Benutze den Schlüsselstein. Dein Armband entfernen und aus dem Land der Verbannten fliehen. Dadurch wird dein Charakter gelöscht und das Spiel neu gestartet. Oh.
Macht's gut. Ich bin ja gespannt, ob es jetzt noch ein Video oder so gibt. Falls es noch ein Outro, ja, ist ja schön. Also falls es ein Outro gibt, was wir hoffen, bei diesem wunderschönen Licht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Toll, dass ihr so lange bei uns geblieben seid. Schaut doch nochmal in unsere anderen Videos rein, die wir so haben. Momentan ist ja Grounded noch ein bisschen, dass wir das spielen. Ich sehe Heinrichs Arsch durch die Lampe. Zeig mal. Ja, ich sag doch, das ist. Das irritiert mich gerade. Gut. Ja. Ich hoffe, ihr guckt noch andere Videos von uns und mal gucken. Space Crew kommt demnächst von mir ein paar Videos raus und ich hoffe mal, dass irgendwann Cyberpunk 2077 rauskommt. Und dann überlegen wir uns nochmal, was für ein Spiel wir beide zusammen zocken. Irgendein Survival-Spiel. Mal gucken. Da findet sich bestimmt was. Ansonsten gucken wir jetzt mal, was passiert, wenn ich das Armband entferne. Dann macht's gut. Ja, warte ich mal. Da bin ich. Ich bin He-Man. Irgendwer wartet auf mich. Ist das Hackfresse? Ich kann es von hier nicht erkennen, aber ich denke mal, es ist Hackfresse und ich gehe einfach... Vielleicht soll das Conan sein. Also ich sehe dahinter, es schimmert was Grünes und ich gehe da durch, weil ich es kann. Ja, und ich stehe hier noch mal drauf. Okay, jetzt bin ich am Anfang. Das ist aber echt interessant. Da hätte ich, finde ich auch schade. Ich finde, da hätte es einen spektakuläreren Schluss geben können. Dann gebe ich euch noch ein bisschen was Spektakuläres und springe hier in den Tod. Wenn du da auf diese glühenden Dinger tretest, verbrennst du den, ne? Nein. Ja, du wolltest doch in den Tod springen. Ja. Opfer dich. Wie bei Conan. Jo. Also, mit diesem Sprung, ihr Lieben. Macht es gut. Heinrich hat ohne mich dieses Land verlassen. Ah, erstmal mal strecken und dann geht's ab. Ohne Heinrich kann ich nicht leben. Jo. Macht's gut. Upsala. Ich wollte jetzt schön mit einer spektakulären Ansicht springen und er versaut mir das. Also, macht's gut, ihr netten Zuschauer. Hui! Tot. Bleibt gesund, haut rein. Ciao. Tschüss.